Ja, Lissy, sie hat erzählt, wie sie sich selbst zerstört hat. Hallo zu Leute heute. Hayden Panettiere, die Ex-Freundin von Wladimir Klitschko, hat von ihren früheren Suchtproblemen erzählt. Sie war abhängig von Alkohol und Schmerzmitteln. Ihre Beziehung ging in die Brüche deswegen und sie musste sich von ihrer Tochter trennen. Jetzt spricht sie zum ersten Mal über die schwerste Zeit in ihrem Leben. Kim Kardashian, ein gern gesehener Gast bei den Pariser Haute Couture-Schauen. Und eigentlich sollten die Gäste ja auf den Laufsteg gucken und staunen. Aber Kim Kardashian hat es geschafft, dass viele heute mehr über sie und ihr Mini-Me reden als über die Mode. Und gleich gibt es die Show von Viktor und Rolf. Ob es bei den beiden ähnlich verrückt zuging, zeigen wir Ihnen in wenigen Sekunden. Hier ist wieder Leute heute live aus München. In Paris ist gestern die Show von Viktor und Rolf über die Bühne gegangen und die Designer bringen breite Schultern wieder auf den Plan, aber nicht mit Schulterpolstern. Wir waren bei der Show dabei und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Und wir haben eine ganz, ganz frische Meldung. Finanzminister Christian Lindner hat vor wenigen Minuten geheiratet. Er und seine Verlobte Franka Lehfeldt haben sich auf Sylt das Jawort gegeben, einem der Lieblingsorte des Paares. Am Samstag werden sie sich auch noch kirchlich trauen lassen. Vor 4 Jahren waren die Journalistin und der Politiker zum ersten Mal als Paar aufgetreten bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth. Und hier sind weitere Leute heute. Der amerikanische Schauspieler Jerry Harris muss ins Gefängnis. Der Star aus der Serie Cheers ist zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Er stand unter anderem wegen Kinderpornografie und Sex mit einem Minderjährigen vor Gericht. Im Februar hatte sich der 22-Jährige schuldig bekannt. Und wir schauen noch auf eine Veranstaltung in Berlin. Da haben sich gestern Internetstars getroffen. Um 19.20 Uhr geht es um die Regierungskrise in Großbritannien. Die Kollegen haben ein Spezial zu Boris Johnson und den aktuellen Entwicklungen. Leute, heute gibt es erst am Montag wieder. Morgen fallen wir aus. Da ist an dieser Stelle Frauenfußball. Also von uns schon mal ein schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss.